So, da sind wir wieder zurück beim Let's Play Minecraft. Mit dem Basti. Und unser Gast ist nicht mehr da. Nein, der Gast war nicht Penis. Nee, unser Gast ist nicht mehr da. Unser Penis ist nicht mehr da. Meiner ist noch da. Mit den grünen Penissen da unten bei der Grasfarm. Weg. Nee, da sind sie. Da hab ich. Warte, da ist einer, den sieht man aber bisher. Oh, scheiße, der hat uns gesehen. Meinst du? Auf. Probier es aus. Alter! Du bist da runtergefallen. Oh, er kommt raus. Na, warte. War mir klar. Warte, respawn, bitch. Ja, abhauen, das kann ich auch. Machst du. Mach ich auch. Tschüss. Ich bin ja mit Absicht runtergesprungen. Ja, aber ich hab dich trotzdem nochmal dazu geschlagen. Erik, bin ich eigentlich gerade diesen soundtechnisch aus? Soundtechnisch ist relativ egal, weil ja wieder mein Spielesound läuft. Okay. Wo ist eigentlich mein ganzes Volk hin? Das ist damit runtergeflogen. Nein, das ist alles hier gedroppt. Ja, ich bin aber rübergelaufen, als ich rausgerannt bin. Dementsprechend liegen unsere beiden Sachen unten. So. Auch um dann auf das Thema zurückzukommen, Vergewaltigung von Tieren. Ist das heutige Thema der Sendung. Du hast es mir vor der Aufnahme gesagt. Ja, aber das sollen unsere Zuschauer auch wissen, was unser Thema ist. Dann sind sie noch... Ach scheiße, ich wollte gerade EXP aufnehmen. War die Steins... Was waren alles deins? Die Saplings auf jeden Fall. Auf jeden Fall das Holzschwert. Das habe ich nicht. Das muss hier noch irgendwo liegen. Hier ist Gunpowder. Ich habe kein Holzschwert. Oder liegt das noch oben in der Höhle? Nein, in der Höhle ist ja nicht runtergefallen. Ich hab dich dann damit ja im Haus bekämpft. Na, ich glaube, ich hab's aufgehoben, aber ja, es ist nicht da, auf jeden Fall. Komisch. Naja, Holzwerk krieg ich mal wieder. Ich weiß auf jeden Fall, habe ich jetzt eine ganze Menge Holz in der Tasche. Ah, da ist auch Holz. Holz. Ja, und zwar auf das Thema mit der Vergewaltigung von Ziegen bin ich heute irgendwie aus Langeweile gekommen. Ja, Ziegen. Das war so. Tiere gesagt. Jetzt sagt ja, Tiere, aber ich will jetzt mal speziell darauf kommen, wie ich darauf gekommen bin, über ein solches Thema zu sprechen. Satire vergewaltigen. Ja, Tiere. Und ich bin aber Satire. Von. Satire. Na gut, dann haben wir halt Satiren vergewaltigt. Moment, Satiren vergewaltigen, das tun andere. Richtig, zum Beispiel das ZDF. Ja. Nee, aber um nochmal auf unser Thema zurückzukommen mit den vergewaltigten Tieren. Ich meine, wie krank muss man eigentlich sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen, sich eine Ziege zu greifen und da hinten reinzurammeln? Ich meine, was bringt einem bitte... Warum? Wieso? Ich kann sowas nicht ganz nachvollziehen. Nachvollziehen! Da ist der Creeper. Ja. Ja, dann... Viel Spaß beim Krepieren, lieber Erik. Erik, klappst du? Hallo, Creeper. Warum klappst du? Das sind alle nur an Krepsen. Oh mein Gott. Ich rede gleich weiter über die Vergewaltigung von Tieren. Oh mein Gott, ich denke, du bist Atheist. Aha. Bin ich ja auch. Ja, warum? Oh dein Gott, du hast ja gar keinen Gott als Atheist. Ja doch, mich selbst. Ich bete mich selbst an. Dein Gott? Alter, ich bin auch Atheist. Nee, aber um wieder auf die Ziegen zurückzukommen, der Creeper ist tot. Ja, ich meine, wie krank muss man bitte sein, um auf die Idee zu kommen, sich da... Dann sitzt du da hinten dran, dann scheißt sie das Vieh doch alles voll. Dann hängt das da vorne dran... Meckert sich einen ab, gut ist genauso wie bei einigen Frauen, meckert sich einen ab, aber ja, oh, aber dann hängt das Vieh da vorne dran, sabbert die ganze Zeit, stinkt
Okay, das, auch das gibt es bei der einen Ja, oder anderen Frau. wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, ja, Parallelen sind vorhanden. Ja, aber warum? Ich meine, es ist eine andere Spezies. Da muss man doch nicht unbedingt hinten reinrammeln. Ja, also, ich habe mal so einen Text gelesen von so einer Zoophil-Frau, die hatte vorher noch keinen Sex. Und dann hat sie sich ihren Duber noch. Bevor sie zum ersten Mal mit einem Mann macht, probiert sie es erstmal mit ihrem Hund. Okay. Und zwar habe ich einen Screenshot davon gesehen, weil die hat es bei Yahoo Answers gefragt, ob sie, weil sie war nicht sicher, ob ihr Hund in ihr gekommen ist, ob sie jetzt schwanger werden kann. What? Ja. Also, das ist die Mischung aus Sophilie und Dummheit. Liebe Menschen, solange ihr euch nicht unbedingt von einem, keine Ahnung, Schimpansen... Ja, eigentlich, bei Menschen ist das doch sogar relativ simpel. Wir können von gar keiner anderen Spezies schwanger werden. Also, wir Männer sowieso nicht, aber... Frauen können auch nicht von einer anderen Spezies. Wir sind ja keine Esel und auch keine Pferde. Sergeant Rumpel ist ja auch der Sohn von Gronkh und Sarazar, muss man ja auch sagen. Okay, ja. Aber im Allgemeinen... Im Allgemeinen ist das bei uns nicht möglich. Ich meine, Gronkh und Sarazar... Nee, Spaß. Es ist ja auch nicht Sarazar. Es ist ja auch nicht Sarazar, es ist ja Sarah Zar. Ja, Sarah der Zar. Also die ja. Zar eigentlich. Weil Sarah ist ja weiblich, aber mit Haar. Aber es gibt bestimmt auch eine Sarah ohne Haar. Eine Sarah ohne Haare? Ja, genau. Ich bin wirklich ein Mädchen, die hat keine Haare. Am Anfang ist es voll creepy, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Außer an... Einer hat mal irgendwann gefragt, ob sie sich rasiert. Dann war sie sich nicht sicher, ob das böse ist. Ich glaube, das kommt drauf an, wie die Person das auffasst. Die nimmt eigentlich alles lustig. Die spielt auch immer mal das Penisspiel mit. Penisspiel? Ja, wo du immer lauter Penis rufen musst. Ach so. Über das Stadion bin ich hinausgekommen. Wir schreien jetzt immer schon Vagina. Penis ist lustiger. Wir müssen unbedingt Penis klingt einfach lustiger. Wir müssen unbedingt den Eingang verbreitern, sonst schmeißen wir uns beim Rennen immer gegenseitig runter. Also hier, raus, die Treppe. Raus! Ah! Warum kriegst du Schaden und ich nicht? Das muss einfach an meinem Skill liegen. Ja klar, Minecraft-Skill, ne? Du bist ja voll der Pro-GEMA. Du bist also für die GEMA. Igitt, du bist für die GEMA. Hau mir bloß ab, ich spiel nie wieder mit dir. Du bist für die GEMA. Ich mag die GEMA. Ich Bett legen, aber es geht ja nicht. Weil die GEMA mir wahrscheinlich die Rechte für ins Bett gehen entzogen hat. Man könnte das Gefühl bekommen, dass du die GEMA nicht leiden kannst. Ach, echt? Warum habe ich jetzt eigentlich vorhin das Holz weggeräumt? Ich wollte doch das Holz gar nicht wegräumen. Mann, das immer noch als Jesus. Das ist wie auf Arbeit. Man packt Sachen weg, die man gar nicht wegpacken sollte. Irgendwie hat der Typ meine Spielfigur hat eine gewisse Ähnlichkeit als Mischung aus Jesus und Gronkh. Meinst du? Und Alan aus Hangover. Wusstest du denn? Naja, nicht wirklich. Aus dem Schieß. Aber Gronkh und Alan auf jeden Fall. Bisschen. Nee. Also, das mit Gronkh, das schlagt ihm aus dem Kopf. Nee, gut, stimmt, die Haare sind zu hell. Auch nicht, auch eigentlich viel zu lang und ungepflegt. Das passt nicht. Ja, stimmt. Ja, gut, bis zu der Folge, die ich letztens geguckt habe. Ich weiß gar nicht, welche das war. Auch im Livestream. War das ja auch so, dass er ungepflegt war, die Bahara. Aber Alan kommt schon hin. Wo ich jetzt auf den Gedanken gekommen bin, dass es doch mal geil wäre, wenn man hier als die vier Jungs aus Hangover spielen könnte. Mit dem Skin Pack oder als Nemo oder so. Das ist ja doch geil, oder? Als Nemo. Aber da müssten die Beine ja, unsichtbar so mit der sein. Platz auf dem Rücken.
Und die rechte Hand ist etwas kleiner, weil das ist ja die Glückswaffe. Ja, die rechte. Ist klar. Die rechte Hand. Rechts. Rechts befreit. So. Herrschen deutsche Verhältnisse. So, aber um nochmal auf die Ziegen zurückzukommen, ja, also Leute, solltet ihr bitte irgendwann mal auf die Idee kommen, generell Tiere, es wird... Ziegen Sex zu Nazis gekommen. Ja, ich weiß, solche Sprünge schaffen nur wir. Aber ja. Um nochmal auf das Ursprungsthema, also solltet ihr jemals... Aber es ist auch kein großer Unterschied dazwischen. Nee, nicht wirklich. Ja, wobei... Naja, aber egal, solltet ihr jemals auf die Idee kommen, irgendwie, oder wenigstens die Lust verspüren, es mit eurem Haustier zu treiben, sucht bitte darauf ärztlichen kommst Rat aber auf. Jetzt nur du. Was? Ach so, das ist immer die Lust verspürt, mit eurem Haustier zu ficken. Ja, dann sucht bitte unbedingt ärztliche Hilfe auf, weil das ist dann nicht mehr ganz so normal. Und wir gehen am besten gleich in die nächstgelegene Psychiatrie. Oder das, ja. Und falls ihr es schon gemacht habt, stellt am besten Selbstanzeige bei der Polizei, weil Sex mit Schafen ist illegal, wie man in der ZDF-Heute-Show gelernt hat. Also Leute, nehmt die Katze vom Schoß, macht einen Hosenstall zu und auf zum Arzt. Ach schade. Auf, hau ab, Muschi. Nee, Muschi geht ja noch, Muschi wäre ja noch normal. Und du auch, Peter. Peter, geh runter von meinem Peter. Peter, geh runter von meinem Günther, ne? Genau. Olaf, geh runter von meinem Günther. Das ist Olaf. 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 Und mein Name ist, lassen Sie mich raten. Richtig, Günther. Ist das? Ja. Geil. Ist mir zu Mainstream. Und du Hipster. Trinkst doch bestimmt jeden Tag Club Mate. Ja, so sehe ich auch aus. Weiß nicht, wie du aussiehst. Noch weiß ich nicht. Nein, ich trinke kein Club Mate. Ist mir auch zu Mainstream. Ich hab's noch nie probiert, muss ich zugeben. Ich schon und es schmeckt nicht. Das ist der eigentliche Grund, warum ich es nicht trinke. Wo hatte ich es denn damals her? Das ist eine sehr gute Frage. Ach, ich habe schon wieder nichts zu fressen. Vorhin war die Anzeige noch voll. Ich würde mich immer... Wo? Warum verliere ich jetzt Leben? Und dann... Ach, scheiße. Muss ich mein ganzes Gas verbrauchen, ey. Kann man nicht mal in Ruhe einkippen? Ah... Ich muss sagen, unser Haus sieht hübsch hässlich aus von hier unten. Ja, stimmt. Sieht aus wie so ein Bunker, der irgendwie auf dem Haus, auf dem Berg aufgebaut wurde. Das hat die eine erzählt. Die hat einen Kumpel und der hatte vor den Abschlussprüfungen sich so zugekifft, dass er gemeint hat, das Papier hätte sich bewegt. Ich meine, wie viel musst du kiffen, dass du meinst, dass das Papier sich bewegt? Und da hat er einfach geschrieben, hat eine 1 plus gekriegt. Lol. Ja. Also Kinder, was lernen wir daraus? Immer schön kissen vor der Schulaufgabe, nicht was? Nein, Drogen ist nicht gut. Überhaupt nicht. Mhm. Kissen macht nämlich dumm. Auf die Dauer schon. Na sagen wir mal, es macht dich unbedingt dumm, aber du verlierst die Möglichkeit, deine Auffassungsgabe voll auszunutzen. Ich sehe das an zwei hervorragenden Beispielen bei uns auf Arbeit. Bevor die überhaupt in Schwung gekommen sind, um irgendwas zu begreifen, da ist das, um was es ging, eigentlich schon wieder Schnee von gestern. Die arbeiten ja auch so. Das ist erstaunlich. Ich habe noch nie einen Menschen so langsam arbeiten sehen. Na doch schon, aber das ist dann meistens dann gewesen, wenn ich auf dem Videorekorder auf Slow gedrückt habe. Ich glaube, manchmal bin ich in der Schule langsamer, obwohl ich nicht kiffe. Sagen wir mal so.
ich habe manchmal starke Zweifel daran, ob ich das einfach bloß zu schnell war, also ob ich mich so schnell bewege, dass ich es als langsam wahrnehme, weil im Grunde kann man sich gar nicht so lange bewegen, wie die arbeiten. Also, ja, das ist teilweise wirklich so, wenn die noch mal langsam, noch ein Stück langsamer arbeiten würden, dann würden die rückwärts arbeiten. Das würde sich alles abbauen. Oder stell dir vor, die schneiden so eine Blume ab und dann stecken sie so die Blume dahin, nehmen die Schere auseinander und ist die Blume wieder ganz. Hm. Das Problem an der Wurzel gepackt. Im wörtlichen Sinne. Den Hussein auf die Hut gekackt. Keine Ahnung, ich wollte jetzt irgendeinen sinnlosen Scheiß von mir geben. So wie immer. Ebenso wörtlich. So. Ich baue dann mal Etage 2 aus. Wir müssen dann irgendwann mal anfangen, ein bisschen mehr Holz zu sammeln. Also richtiges Holz. Da unten unsere ganzen, unser kleines Birkenwäldchen, was da unten so halb gewachsen ist, ist auch schon wieder erntefertig. Sehe ich gerade. So, hier kommt dann das Treppenhaus rein. Ach ja. Schöne Runde Minecraft zocken. Mit relativ interessanten Themen. Ja. Wie Sex mit Ziegen. Ja. Oder Nazis. Oder Sex mit Ziegen und Nazis. Hm? Sex mit Ziegen und Nazis. Gleichzeitig? Ja. Warum nicht? Sex mit Nazi-Ziegen. Hm. Wie bringt man eine Ziege aber dann... Wie bringt man einer Ziege bitte Gesinnung bei? Also ich meine, ist ja nicht so, dass die jetzt wissen, was die davon sich... Obwohl, das wussten die Nazis auch nicht wirklich, was sie davon sich geben. Die Nazi-Ziegen, das ist so ein Produkt unseres Displays. Darauf können wir jetzt stolz sein. Müssen wir bloß noch richtig vermarkten. Ja. Was... Wir haben nicht zufällig noch irgendwo normales Holz. Übrigens hast du gesehen, wir müssen bald anfangen, irgendwie uns mal. Also ich mache mir jetzt schon Gedanken wegen der 50 Abonnenten Special-Folge, was ich da mache. Ich meine, wenn er jetzt wirklich noch bis Sonntag braucht. Video, wie wär's damit? Ach nein, ein Video! Mensch, darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich hätte jetzt einfach, keine Ahnung, einen Pfannkuchen hochgeladen. Oder eine Nazi-Ziege hochgeladen, keine Ahnung. Bestellen Sie jetzt die Nazi-Ziege. Ganz einfach und bequem per Download. Wir benötigen nur Ihre Kreditkartennummer, Ihre weiteren Kontodaten und Ihre E-Mail-Adresse. Sobald wir Ihre Kontodaten haben, senden wir Ihnen per E-Mail das Ihre Exemplar der Nazi-Ziege. Alles, was Sie benötigen, ist ein 3D-Drucker. Sie kosten, nun ja, das überlegen wir uns dann, sobald wir die Daten von Ihnen haben. Jetzt ab sofort im CLP-Fanshop. Ich meine, daraus könnte man noch ein anderes Modell machen, ne? Mit dem 3D-Drucker könntest du ja auch einfach aus Back dir deine Traumfrau, druck dir deine Traumfrau machen. Oder könntest Back dir ein Eis relativ wörtlich nehmen. Ja, jetzt müssen wir bloß erwarten, bis er eine Möglichkeit hat, sich einen Cola-Keks zu freuen. Ja. Auch erstmal eine Möglichkeit, um einen 3D-Drucker zu besitzen. Ach, so teuer sind die doch gar nicht. Was denn so? 200.000 Euro, glaube ich. Ein relativ guter. Wie viel?
200.000. Ein relativ ja, guter. Also sowas verdiene ich ja in einer Stunde. Wir sind ja bei YouTube, wir sind zwar noch keine Partner, trotzdem verdienen wir schon 300.000 Euro die Sekunde. Ja, wenn Gronkh eine Million macht mit seinen Abonnenten, dann sind wir natürlich ja, da fehlen dann nicht die Worte bei so vielen. Millionen, wenn Larazza schon Milliarden macht. Stimmt auch wieder. Da müsste ja Gronkh schon Quadrilliardär sein. Ja, das Wort gibt's. Das ist ein nächstes deutsches Wort. Wie steht's im Duden? Quadrilliarden steht im Duden, ja. Ja, stimmt. Birkenholz. Ah, normales Holz. Normales Holz brauche ich jetzt. Normales Holz. Ja, ich hab's mir gerade rausgekribbelt. Rausgekrabbelt. Ach, ist das, weil ich jetzt so lange offen. Mach ich nämlich aus dem Birkenholzchen, mache ich dann Treppen und dann. Willst du nicht mal noch das Update des Tages machen? Ja, so gegen Ende kann ich das nochmal machen. 22.09. Donnerstag, 6. Juni 2013. Ja, damit könnten wir die Folge dann gleich abschließen lassen, sobald ich hier das letzte Holz verteilt habe. Mit meinen blutigen Fingernägeln reiße ich hier die Bohlen aus der Decke. Könnt ihr irgendwann so ein Fatshirt-Shop erstellen, wo man dann so nachgeziehen T-Shirts verkauft? Wenn man mal größer ist und Geld verdient. Aber, ja, das Problem ist, du darfst ja keine Hakenkreuze verwenden. Dann machen wir halt keine drauf. Dann hat das Ding halt einfach eine Hitlerfrisur. Stell dir mal bitte eine Ziege mit Hitlerfrisur und Bärtchen vor. Dann das so am besten so mit Farbe. Ich habe so ein Hakenkreuz drauf. Nee, ein brauner Anzug. Also, und dann macht ihr nicht mehr, dann rechts. Genau. Wäre doch mal die Idee. Ziege auf ein Spreadshirt T-Shirt machen. T-Shirt. Auf ein T-Shirt. Auf ein Spreadshirt T-Shirt. Wir wechseln jetzt gerade das Thema auf Sexismus, ne? Das ist dir bewusst. Ja. Okay, wirklich sexistisch ist es ja nicht, weil, Nein, weil Titten, ja, das hat jede Frau. Ja. Das ist genauso... Nicht nur Frauen. Richtig. Auch wenn es eklig ist, aber es haben leider Gottes nicht nur Frauen. Siehe Kevin. Titshirt. Bah, jetzt ist Titshirt eklig. Warum? Du kannst doch Kevin gar nicht, hast du noch nie gesehen. Deswegen weißt ich du nicht. Ich hab andere Leute jetzt im Kopf. Noch, bestimmt noch schlimmer. Hörst du mal auf mit der Tür zu spielen? Nein. Dann halt nicht. Ich bin Spielkind. Ah. Muss ich wieder was fressen? Alter! Wollt ihr mich verkacken? So, Treppen, Bett. Ich habe das Bett jetzt erstmal aus der Nische rausgenommen. Wir können ja dann. Wenn das, also ich weiß nicht, ich will das Gebäude ja nur zweitagig machen. Und wir können ja dann was. Können ja dann oben von mir aus Gästewohnungen einrichten oder sowas, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Oder halt ein Lager, je nachdem. Mein Alan hat jetzt die nächsten 3 Tage erstmal Dünnschiss. Warum hat das hier gemacht? Mit Brot gefressen? Nee. Verdorrtes Fleisch. Achso. Mir mangelt es an Einrichtungsgegenständen. Wir müssen ziemlich bald. Ich rieche sogar schon danach. Dir fliegen Kringel aus der Unterhose. Das sehe ich ja bei mir nicht so geil. Das sind. Das ist deine. Ei, das waren deine Schamhaare vom Krabbeln unten. Ah, ach, die haben jetzt von allein gelöst, weil sie so beleidigt waren. Ja. Weil ich halt das. Ah, komm, leck mich. Wann und wo? Hä? Wann und wo? Wenn ich in Berlin bin. Ja, ich auch. Okay, komm, gehen wir schlafen.
Okay. Die Kühe brüllen. Ja, nach dem Schlafen gehen machen wir dann. Was denn? Warum habe ich eigentlich das Zimmer direkt über dem Kuhstall? Das nervt ein bisschen. Obwohl, habe ich das Zimmer? Nee. Ja doch, ich habe das Zimmer genau über dem Kuhstall. Ja. Das sind halt deine Verwandten, weißt du? Meine Kühe. Alle meine Kühe. Frieda und Mumu sind meine Kühe. So, ein bisschen streicheln. Auch ein bisschen streicheln. Hoffen, dass man sie nicht zu Tode streichelt. Ja. Das Haus nimmt langsam Formen an. Ich guck's mir jetzt gleich nochmal von unten an. Und zu diesem Zeitpunkt könntest du ja mal auf die Uhr gucken. Ja, ich weiß, wo der vom Haus fallen. Von mir aus auch. Ich bin nicht vom Haus gefallen, ich bin gesprungen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ich auch. Vom Haus fallen, das ist immer dann, wenn ich sterbe. Sieht doch ganz anständig aus. Ey, das lassen wir. Da machen wir jetzt so eine Sprungschanze hin. Ja, das ist geil. In echt würdest du zwar verrecken, aber Minecraft ist nicht echt. Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, dass mein allererster Sprung vom 5-Meter-Turm habe ich gleich eine Arschbombe gemacht. Das war ein großer, schwerwiegender Fehler. Das glaube ich dir. Ich habe mir ein Creeper ist hinter mir explodiert. Ich habe mir geschworen, nie wieder eine Arschbombe vom 5er zu machen. Bei mir ist auch gerade ein Creeper hochgegangen, allerdings war das nicht hinter mir, sondern neben mir. Versuch die Lücke zu schließen. Ich bin gerade dabei. So, notdürftig. Hat funktioniert. Alles klar, ich versammle mich hier mit mir selbst. Du bist ja woanders. Am Grabe des... Ob du da nicht vielleicht Copyright-Probleme kriegst, ich weiß nicht. Vielleicht spielt er ja die GEMA wieder rein. Auch wenn das kein Lied ist, was er gesagt hat, aber... So ein Gedicht, aber du kannst ja die GEMA. Die will ja überall mit reinreden. Ja. Ich versammle mich hier also mit mir selber vor dem Grabe unseres niveauvollen Minecraft-LPs. Moment, komm mal. Juhu, es gesetzt sich jemand zu mir. Ich bin schließlich auch so ein niveauloser. Achtung, Creeper hinter dir! Schon wieder einer! Alter, weg vom Grab, weg vom Grab, weg! Weg vom Grab, nein, weg von der gepflegten Stelle! Mir, weg von mir! Ich bin ein Held, ich hab's geschafft. Hä? Wo ist der detoniert? Im Wasser, da macht er keinen Schaden. Ja, hier an dem Grabe unseres niveauvollen Minecraft-LPs, da beenden wir die Folge am besten. Wann hast du das gemacht? Vorletzte Folge, glaube ich. Das haben wir gar nicht gesehen. Gut, mit 8 Minuten Überzug in dieser Folge nochmal als, keine Ahnung, super Special, super, super Mega-Folge für dieses einjährige Bestehen unseres Kanals. Nee, einfach weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. verabschieden wir uns nochmal und sagen Tschüss und bis in die nächste Folge. Nee, in die nächste Folge ist falsch. Verdammt. Bis zur nächsten Folge. Wollen wir noch ein bisschen das Niveau senken? Mach doch. Penis. Dabei belassen wir es. Penis. Bis zur nächsten Folge. Penis. Und denkt an die Hitlerziegen.